Wie funktioniert eigentlich die maximale Geringfügigkeitsgrenze ab dem 01.10.2022? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ab dem 01. Oktober 2022 soll es ja bekanntlich, so haben wir es auch in einem früheren Video schon mal bekannt gegeben, Änderungen beim Minijob geben. Und zwar wird eine dynamische Geringfügigkeitsgrenze eingeführt. Es wird eine maximale Höchstgrenze bei dem Geringfügigkeitsjob, beim Minijob eingeführt. Und es gibt noch eine Anpassung des Gesamteinkommens in der Familienversicherung, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Was ich Ihnen gerne einfach erklären möchte, gebe ich Ihnen mal im Wortlaut sinngemäß wieder, was der Gesetzgeber sich so bei der Höchstverdienstgrenze beim Minijob gedacht hat. Und zwar geht es um die Einführung einer maximalen Geringfügigkeitsgrenze bei unvorhergesehener Überschreitung der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze auf das 14-fache der Geringfügigkeitsgrenze, aber nur noch, wenn ein Überschreiten innerhalb des für den jeweiligen Abrechnungszeitraums zu bildenden Zeitjahres höchstens 2 Kalendermonate erfasst. Und da das sehr kompliziert dargestellt ist, zeige ich Ihnen jetzt mal, wie das eigentlich funktionieren soll. Also, wir stellen uns Folgendes vor. Sie sind Rentner und Sie bekommen erstmals in Ihrem Leben ab dem 01.10.2022 einen Minijob. Und zwar in Höhe von 520 Euro. Und dann arbeiten Sie fleißig das ganze Jahr durch, ein Jahr komplett durch, bis zum 30.09.2023. Und im September 2023 bekommen Sie unvorhergesehenermaßen von Ihrem Chef nochmal zusätzlich zu Ihren schon gezahlten 520 Euro nochmal 520 Euro dazu. Und jetzt zeige ich Ihnen ganz genau, was der Gesetzgeber eigentlich hier mit diesen Fristen, mit diesem Zeitjahr und was ich alles so vorher genannt habe, gemeint hat. Male mal hier so einen Zeitstrahl auf. Fangen wir also hier an. Das ist der 01.10.22. Hier beginnt also der Minijob und Sie arbeiten durch bis zum 30.09.23. Ja, so. Und hier verdienen Sie 12 mal 520 Euro. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Da sind Sie super dabei. Das ist auch nach der neuen Rechtslage ab dem 01.10.2022 ein klassischer Minijob. Jetzt aber verdienen Sie zusätzlich oder bekommen Sie zusätzlich am 15.09.23 von Ihrem Chef einen kleinen Zusatzverdienst von 520 Euro. Jetzt sagt der Gesetzgeber, wir müssen jetzt gucken, ab dem Ende des Abrechnungszeitraums, das wäre hier der 30.09., was haben Sie bis zum 01.10.2022 noch zusätzlich verdient, damit Sie in der Bewertung entweder im Minijob bleiben oder im sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis landen. Also gehen wir vom 30.09.2023, das sogenannte Zeitjahr, zurück und gucken, aha, bis zum 01.10.2022 habe ich 12 mal 520 verdient plus das 13. mal 520, bin ich also noch unter dem 14-fachen der sogenannten Geringfügigkeitsgrenze. Das ist das erste Beispiel. Jetzt nehmen wir das zweite Beispiel, praktisch nicht anders als hier. Ich fange auch wieder an, ab dem 01.10.22, 12 mal 520. Hier ist der 30.09.23 und ich bekomme am 15.09. ein Zusatzverdienst von 520 Euro und weil ich so fleißig war, alles natürlich unvorhergesehen, das ist auch klar, weil ich so fleißig war, im April 2023 auch nochmal einen Zusatzverdienst von 520 Euro. Da ich ja eingangs gesagt habe, dass mein Minijob das erste Mal am 01.10.2022 beginnt,
fange ich auch hier wieder an zu gucken ab dem 30.09.23 und gucke ganz einfach hier ein Jahr zurück vom 30.09.2023 bis zum 1.10.2022 und stelle erstaunlicherweise fest, ich habe 12 mal 520 Euro plus das 13. Mal plus das 14. Mal bin ich super genau in dieser maximalen Geringfügigkeitsgrenze von dem 14-fachen der Geringfügigkeitsgrenze. So, und jetzt machen wir das dritte Beispiel. Da könnte es eine kleine Falle geben. Wir fangen auch wieder an. Ich arbeite also ab dem 1.10.22 im Minijob das erste Mal, beziehe nebenbei noch eine schöne Altersrente, kriege das natürlich dann auch alles schön steuerfrei, das macht ja dann richtig Spaß, ne? So, und arbeite bis zum 30.09. Also 23. Ja? So, dann habe ich auch hier wieder 12 mal 520 Euro, machen wir hier mal noch das Euro hin, verdient. Und jetzt bekomme ich unvorhergesehenermaßen am 15.09.23 520 Euro. Dürfte kein Problem sein. Dann bekomme ich am 1.05.23 unvorhergesehenermaßen, weil ich so ein toller Mitarbeiter bin, 220 Euro. Und am 1. Januar 2023 auch nochmal 300 Euro Zusatzverdienst. Dann rechne ich zusammen. Der Gesetzgeber sagt ja, das Maximale, was ich verdienen darf, 14-fache der Geringfügigkeitsgrenze, habe ich also 12 mal Minijob plus das 13. unvorhergesehene Gehalt, das 14. unvorhergesehene Gehalt und das 15. unvorhergesehene Gehalt. Damit wären Sie nach dem Wortlaut des Referentenentwurfs vom 1. Februar 2022 definitiv raus aus dem Minijob und wären in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, weil der Gesetzgeber klipp und klar sagt, also rückblickend von dem 30.09. von dem Zeitjahr dürfen Sie nur maximal 2 Kalendermonate zusätzlichen Hinzuverdienst oder Minijobverdienst haben, der dann auch nicht die Höchstgrenze von dem 14-fachen überschreiten darf. Damit wären Sie de facto hier raus im sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Jetzt könnten Sie ja sagen, na ja, der hat ja 12 mal 520 verdient und in Summe auch nicht mehr als das 14-fache von der Geringfügigkeitsgrenze. Also wenn ich die 520 plus die 220 und die 300 zusammenrechne, komme ich ja auf das Maximum von diesen 7.280 Euro. Macht nichts, ist völlig uninteressant, denn Sie haben hier in diesem Jahr dreimal sozusagen unvorhergesehen, was dazu verdient und das spielt keine Rolle. Das heißt also hier in dieser Fallkonstellation hätten Sie definitiv ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.